Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von Gothic 1 Quentins Bande. Wir sind momentan in der Nähe von Aiden, Kavalon und Co. Aidens Hütte haben wir entdeckt. Wir haben hier in der letzten Folge einen Wolf gefunden, der ein bisschen angeschlagen war und ich weiß nicht wieso. Nicht, dass der irgendwie mit Aiden aneinander geprallt ist und gestorben wäre. Das wäre ein bisschen ungünstig. Langbogen und Becher, ein bisschen Kram. Also Aiden ist nicht hier. Das sieht ein Blinder. Die Truhe ist nicht abgeschlossen, ist auch gut. Und ich packe gerade Sachen rein, was ich nicht will. Aber wo ist Aiden? Das macht mich ein bisschen unruhig. Ich hoffe, der Kerl ist da. Denn zu dem sollen wir eigentlich für Kavalorn, ne? Wo ist denn das? Jagdprüfung. Ich soll mit dem Jäger Aiden sprechen und ihm so viele Informationen wie möglich über den Handel im neuen Lager entlocken. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Aiden auch ein bisschen umherwandert. Das würde nämlich auch zu ihm passen. Hier mal Goblins. Und da hinten ist ein Gardist. Der sogar mitmischt. Du Penner. Was ist erstens mal, was ist das für eine Reichweite, Mann? Und zweitens, was soll das? Also das ist extrem sonderbar, dass die NPCs so eine hohe Aggro-Range haben. Das ist doch nicht normal für Gothic 1 Verhältnisse, oder? Oder bin ich bekloppt? Jetzt werde ich... Ach Gott im Himmel. Uiuiui. Ich krieg Kopfweh. Ich krieg Kopfweh. Ich will doch nur die Goblins töten. Aber die sind gar nicht so schwach. Das sind ja auch keine jungen Goblins. So wie die anderen. Jetzt schießt er schon. Was soll das? Was passiert hier? Mein Leben in Ruin. Ehrlich, was passiert hier? Und warum passiert es? Vor allem, warum? Weißt du, da willst du einfach ein paar Goblins töten? Da meint irgendeiner 100 Meter entfernt, oh, Goblins, da muss ich mitmachen. So, jetzt speichere ich hier nochmal. Einfach nur, weil ich mir die paar Meter jetzt sparen werde. Zweimal treffen lassen. Und das war's. Gegen zwei Goblins, ich glaube, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Ne, also alles, was ich irgendwie gedacht habe, was mir hier entgegenkommt gegen die... So, jetzt muss ich hier aufpassen, das muss hier gelingen. Alles, was ich mir an Vorteilen ausgemalt hatte, gegenüber den Wölfen, wird mir hier wieder zum Verhängnis. Und wie es mir zum Verhängnis wird. Da kriegst du ja die Krise. Das ist jetzt im Prinzip wieder eine Wahrscheinlichkeitengeschichte. Ne? Wann der läuft, wann er steht. Und ist er tot und schon hat es geklappt. Und er hat die Leber eines Mole Rats. Genau, die Leber eines Mole Rats. Das sind irgendwie die Dinge, die wir auch entnehmen könnten, wenn wir den Lehrer dazu hätten. Aber Fionn verweigert uns irgendwie die Lehrmöglichkeit. Vielleicht, weil das so Sonderdinger sind, die nicht im Hauptspiel sind, hätte ich das machen sollen, bevor ich die vier Standards mache. Also Krallenzähne, Reptilienhaut und Fell. Weil sobald man die vier gelernt hat, verschwindet das Textfeld beim Drax. Und vielleicht verschwindet es dann auch beim Fionn, obwohl man noch was hätte lernen können. So, und du bist? Dann wäre blöd, wenn das jetzt wirklich verloren gegangen wäre, aber ist auch nicht der Rede wert, denke ich mal. Berg. Moment, da muss ich mal ganz kurz, der hängt fest. Hey du. Hallo Berg. Was machst du hier? Ich sitze, bist du blind, Kleiner? Ja, und sonst? Nix. Seltsam, dass du hier bist, so weit weg von deinem Lager und gleichzeitig in der Nähe eines anderen. Seltsam, dass du hier bist. Spinnierst du etwa? Clever, jetzt geh mir endlich aus den Augen, sonst helfe ich dir. Beruhig deinen Glatzkopf, ich bin schon weg. So, ansonsten hätte ich nichts zu sagen. Gut, wenn du schon mal hier bist, besorg mir was. Was genau? Zwei Bier und drei Stücke Fleisch, ich werde sie im Feuer braten. Warum sollte ich dir einen Gefallen tun? Du wolltest doch was lernen. Ich meine, ein Penner wie du kann mit solchen Informationen sowieso nichts anfangen. Dann kann ich sie erteilen. Ich werde es mir überlegen. Magst du die Wache?
Wunderschön am Strand. Du gehst und holst dir, was du brauchst. Okay. Ich hab, was du wolltest. Gib her. Bitte sehr. Danke. Bier und Snacks sind immer inbegriffen. Vor allem, wenn man nicht im Lager ist. Wo steht's? Alles in Ordnung. Torres hat mich als Kundschafter hierher geschickt. Das dachte ich mir. Schließlich ist das hier das Gebiet des neuen Lagers. Wir können die Banditen nicht zu viel machen lassen. Sie müssen ihren Platz kennenlernen. Was hast du herausgefunden? Nun, die nahegelegene Hütte ist ein häufiger Treffpunkt für die Banditen. Hayden, der Jäger, wohnt dort, aber ab und zu kommen ein paar von diesen Dickschädeln, um die Gegend auszukundschaften. Meistens sitzen sie aber im Lager. Sie sind Faulpelze, wie die Hälfte der Bewohner dieses verdammten neuen Lagers. Es kürzlich geschah etwas Seltsames. Was ist geschehen? Die Banditen haben einen der Jäger aus dem nahegelegenen Lager mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie ihn entführt haben, aber ich werde Torres auf jeden Fall davon berichten. Gibt's sonst noch was? Ja, es gibt eine Höhle in der Nähe der Fischerhütte, in der sich eine illegale Sumpfkrautfabrik befindet. Die Gurus des Sektenlagers werden von dieser Information sicher nicht begeistert. Vielleicht sollte ihnen jemand davon erzählen. Sie sind nicht dumm, sie werden es mit der Zeit schon selbst herausfinden. Sind die Informationen jetzt wirklich was wert vom Berg? Würde mich ja interessieren. Links, links, rechts und offen. Ich packe schon wieder Sachen rein. Ich krieg zu viel hier. Also, Berg hat da nichts dagegen. Hier liegt eine Schatulle rum. Also, mir macht es trotzdem stutzig, dass der Aiden nicht da ist. Ne? Das macht mich ein bisschen unruhig. Weil bei Gothic 1, da weißt du irgendwie nie, woran du bist. 5 Brockenerz, Wahnsinn. Also, schön, dass es Schatullen gibt und Beutel. Macht ja auch Sinn. Dann macht Sinn, dass in beidem was drin ist. Wir haben eine Butlerzucht gefunden. Dieses Schwert ist nicht besser als die Waffe, die wir haben, aber man kann es für 100 Erz verscherbeln. Das ist wiederum sehr gut. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Aiden nichts zugestoßen ist. Er hat jetzt gerade der Berg auch nochmal bestätigt. Drachenwurzel. Was ist das denn für eine? Das ist ein Wolf im weißen Fell oder gibt es einfach nur verschiedene Texturen für Wölfe? Das kann ja auch sein. Ne, ist ein schwarzer Wolf. Der von uns noch keinen Schaden bekommt, dann hauen wir ab. Ja, nee, aber dass Aiden nicht da ist, wie gesagt, das lässt mir irgendwie keine Ruhe gerade. Das finde ich nicht gut, dass der nicht hier ist, wo er sein sollte. Und wir haben eine Drachenwurzel. Bonus für maximale Mana. Aha. Nicht Stärke. Interessant. Also wir hüpfen hier rüber. Düsen wieder ab. Da hinten könnte man natürlich mit Scavengern ein bisschen Spaß haben und die alle abschlachten. Aber so wie ich den Zufall kenne, wird dann der Berg eh wieder mitmischen wollen. Und geht uns dabei tierisch auf die Klötze. Dass der Aiden nicht an seiner Hütte ist. Dann war da so ein verletzter Wolf. Da kriege ich direkt den Eindruck, dass der umgebracht wurde. Aber der muss eigentlich, also nicht unbesiegbar sein, aber der kann doch auch nicht einfach so sterben. Aber da sind wir ran, wir machen Abgang. Also wir sehen schon, hier hinten ist erstmal Tuk, Warane, schwarze Wölfe, alles Gegner, denen wir noch gar keinen Schaden machen. Weil die Schadenswerte einfach nicht ausreichen, um überhaupt Schaden zu verursachen. Was irgendwie bitter ist. Aber dass der Aiden nicht hier ist, ne, das macht mich wahnsinnig. Der muss doch hier sein. Außer, wie jetzt bei anderen Mods, der streunert einfach durch die Gegend. Das kann ja auch gut sein, ne, dass der Aiden irgendwie durch die Kolonie läuft. Au. Das war nix. Das war gar nix. Wir sollten übrigens eigentlich auch demnächst mal hier Richtung Dingen marschieren. Okay, Feldräuber sind auch noch zu stark. Den mache ich auch keinen Schaden. Alles klar. Okay, ich bin doch nicht so stark, wie ich dachte. Nur weil ich mit Wölfen klarkomme. Und die sich einzeln von mir pullen lassen. Sehr, sehr schade. Da waren Waldbären. Nein, bitte lasst's. Hört doch auf.
Ich hasse es. Ich hasse es. Ich laufe außen rum. Ich habe das Gefühl, dieses Schnellreisesystem ist sehr, sehr lohnenswert. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Aiden deswegen nicht mehr hier ist, eventuell tot. Weil er vielleicht auch irgendwie Aggro gezogen hat von irgendeinem Wolf. Und der hat ihn dann einfach abgemurkst. Was total bekloppt wäre. Sich leider aber nicht ausschließen lässt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ist das die Mod? Das ist ja nicht Gothic 1. Normalerweise haben die nicht so eine hohe Aggro-Range. Das wäre mir irgendwie auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und das tut's nicht. Also muss hier irgendwas nicht stimmen. Irgendwas ist hier in Schräglage. Hoffen wir mal nicht, dass irgendwelche NPCs verloren gegangen sind. Die einfach despawned sind oder sonst was. Ne? Wie gesagt, Gothic 1, man weiß nie. Aber wir hoffen doch einfach mal aufs Beste. Mit diesen Informationen könnten wir theoretisch sogar schon vielleicht zu Kavalorn. Zum Glück ist der Snapper nicht mehr da. Ist echt nicht einfach hier. Ist echt nicht einfach hier. Ne, normalerweise lässt sich in Gothic 1 immer alles ziemlich simpel erledigen. Und auch ohne größere Probleme. Aber so Sachen, so Geschichten, da ist man immer ein bisschen unruhig. Feldkraut. Also jagen gehen können wir noch nicht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch wieso. Da fehlen uns einfach noch die Kompetenzen. Vollkommen klar. So, mal gucken, ob wir Kavalon schon was erzählen können. Mal gucken. Rede ich mal um. Babbel mit der. Einige Informationen, ich höre. Nee, scheinbar noch nicht. Dann kann er ansonsten nur Bogen beibringen. Das ist ganz nett, interessiert mich aber wenig. Stopp, wir machen Powernap. 8 Minuten. Und füllen unsere Leben auf. Denn das können wir. Geht ja bis 19 Uhr. Also bis um 19 Uhr beginnt der Abend. Dementsprechend passt das schon. So, aber um gegebenenfalls Problemen vorzubeugen, gerade was das Speichern anbelangt, wenn die Session schon länger geht, werde ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen und das Spiel neu starten. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Spiel neu gestartet. Der Stabilität wegen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch groß was schlachten können an Gegnern. Warum läuft der Held so weit nach vorne? Egal. Ja, die Feinheiten eines Gothic 1, die nicht so fein sind. Da hinten haben wir noch mehr Scavenger. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas erledigen können. Die Karte haben wir abgegeben. Rezept der Sekte ist natürlich die Quest vom Dexter. Die Jagdprüfung braucht mehr Informationen. Also es führt keinen Weg dran vorbei. Es ärgert mich zwar extrem. Aber zwischen dem alten Lager und der alten Mine. Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee, wo das ist. Egal, wir können ja Wölfe töten. Deswegen können wir das dann auch in absehbarer Zeit sogar mal angehen. Sly müssen wir noch reden. Habe ich nicht getan. Und ihr merkt, die Scavenger-Menschen sogar schon von den Wolves im Lager jetzt irgendwie zumindest wahrgenommen. Ja, hoffentlich ist da Aiden nichts passiert. Ne? Ich weiß, das habe ich jetzt in letzter Zeit schon 100 Mal gesagt, aber ich mache mir riesig Sorgen um den. Der ist eh immer so ein Kandidat, der sonst so rumlümmelt. Und wenigstens ist er normalerweise bei seiner blöden Hütte. Kann aber auch sein, dass der vielleicht ganz unscheinbar bei sich im Lager rumhängt, also im neuen Lager. Kann ja auch sein. Ne? Nichts ist, wie es scheint. Tagesabläufe kann man durch Mods ja auch abändern. Dementsprechend machen wir gerade keine Sorgen. Ist alles sehr, sehr dunkel gerade. Und Mulred zu töten tut mir tatsächlich in der Seele weh, weil wir noch nicht diese Mulred-Leber entfernen können.
Aber was soll's. Das ist ja auch nicht der Rede wert. So ein Wallred-Leber. Große Sportsmänner. Guten alten Mallrats, wisst ihr ja, wie es ist. Die würden einen niemals hinterrücks angreifen. Ne? Die warten schön in der Reihe, bis sie dran sind. Und da liegt Neck. Da, wo er immer liegt. Toter Gardist. Brot, Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Gibt tatsächlich Schutz vor Waffen ein bisschen. Könnte man theoretisch behalten, bis auf weiteres, aber... muss man auch nicht. Die Höhle hat man ein bisschen gefüllt. Normalerweise liegt ja wirklich nur Neck hier drin, sonst nichts. Klar, ein paar Höhlenpilze und Sklavenbrot haben wir hier natürlich in der Ecke. Aber jetzt ist ja auch wirklich ein bisschen Ramsch hier drin. Neck ist schon tot und wir wissen, dass neben Slys Hütte Auftragsmörder stehen. Also zwei Schatten mit dem Namen Auftragsmörder. Da kann ich jetzt aber nichts zusammenreiben. Da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang, wenn ich ehrlich sein soll. Überhaupt keinen Zusammenhang. Sehe ich da. Nee, Quark, die haben natürlich Neck auf dem Gewissen. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Warum ist der eigentlich so nett? Warum stehen hier beide auf der einen Seite? Das macht mich wahnsinnig. So, werden Mordraks Kiste kommen? Wenn wir gerade schon hier sind. Aber nee, es wird sehr, sehr schwer bis unmöglich. Keiner was gesehen. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Ich höre nicht mehr auf das Gesicht. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Es hat funktioniert, ich glaub's nicht. Echt? Verarsch mich nicht. Um 20 Uhr abends, wo der Bär steppt hier in der Kolonie, im alten Lager. Rechts, links. Ach man, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, links. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich habe ja gespeichert hinter der Wand. Das heißt, in der Theorie hat uns keiner gesehen. In der Theorie. Hey du! Ich habe zwar ein Hey Du wahrgenommen. Vermutlich ist derjenige wieder irgendwie aufs Dach gestiegen. Kann er gerne machen, juckt mich nicht. Es ist uns tatsächlich gelungen. Hey du! Ja, meckert nicht. Draußen. Hey, ich habe eigentlich überhaupt keinen. Zeigt, sucht ihr was? Der ist der Nix, hat macht mich verrückt. Ich habe überhaupt keinen. Verlangen nach Hütten, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht, weil alle schon leer sind. So, dann gehen wir erstmal zu Sly und kümmern uns dann um die Sache mit Neck. Das ist halt ein bisschen hin und her gelaufen. Ne? Wir gehen zu Sly, wir gehen zu Fletcher. Wir gehen wieder zu Sly, haben das Amulett dabei. Wisst, wie es läuft. Ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Dexter, wissen wir schon längst, wir haben schon längst mit dir gequatscht. Und der Jim, das ist auch witzig, der ist ja ein Bote von den Feuermagiern. Lustig, dass der hier nachts ein bisschen mit Feuermagie rumexperimentiert. Also Charme hat die Mod auf jeden Fall. Da wird noch einiges hier, ne, dichter, atmosphärischer. Finde ich klasse. So, ich will, dass wir erstmal Bloodwind aus dem Weg gehen können. Das Drama mit dem, das will ich auch noch machen, aber Neu noch nicht. Hier, was? Aha. Dein Gesicht kenne ich nicht. Meinst, ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Gequatscht wird viel. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann das schon einiges helfen.
Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Das, was ihr mir... Ich habe ja im Prinzip das Amulett schon dabei. Das können wir ihm auch mitteilen, aber wir machen natürlich alles richtig. Und wie sich's gehört. Das heißt, wir laufen erstmal an Bloodwind vorbei, machen einen großen Bogen um den Kerl. Der hat, glaube ich, den Zweihänder, den er in Gothic 2 dann auch trägt, ne? Das ist der normale Zweihänder. Ich weiß gar nicht, wie er in Gothic 1 heißt. Ja, auf jeden Fall, wir reden ganz normal mit Fletcher. Könnten auch mit Skeddy noch reden und dann vielleicht sogar schon Kirgo umnieten. Mal gucken, ob wir dazu schon in der Lage sind. Ich bezweifle es zwar, aber wer weiß. Ich glaube, mit Snuff hatten wir schon gesprochen, ne? Wir waren ja des Nachts hier bei ihm, als wir die Hütten leergeräumt haben. Aha. Du hast hatten wir schon. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Tja, als ob. Als ob. Also genau, bei Snuff kann man auch noch irgendwie die Informationsdichte erhöhen um Neck. Und tatsächlich ist hier ganz schön was los. Hier jetzt während der Spiele. Während der Kämpfe. Sogar Bartolo. Und da unten macht jemand ein bisschen Feuertricks. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. So viel zu Bartolo, der ist ja sowieso nicht wichtig. Da ist ein Feuerschlucker und Skeddy scheinbar. Das heißt, das ist gerade vielleicht so die Anfangszeremonie des Abends. Da ist auch Guy, mit dem reden wir in der nächsten Folge. Sowie mit Fletcher und allen anderen Leuten hier. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.